So, herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Lightfall Let's Plays. In diesem Part werden wir die wöchentliche saisonale Story da fertig machen und damit geht es jetzt ab erstmal zum Hologrammprojektor. Alles klar, du bist da. Das hier ist ernst, also hör zu. Hör gut zu. Sivu Arads Truppen sind in der Thronwelt. Das gehört nicht zum Plan und bedeutet für alle schlechte Neuigkeiten. Savatun hortet seit langem mächtige Kreaturen in diesen Beschwörungsgruben, um sie zu studieren, aber auch um sie von ihrer Schwester fernzuhalten. Was, wenn Xivo sich die zusätzliche Macht selbst aneignet? Dann sind wir erledigt. Du musst diese Tribute einfordern. Es ist eine Schande, sie an diese komische Aris zu vergeuden. Aber was bleibt uns übrig? Gehen wir an die Arbeit, Held. Okay. Simaru ist so... ja, bisschen anders. Drauf grad. Mission beschwören. Na dann. Wo kann man die starten? Ja, taucht gerade auf, ich von der Karte weg hin oder was? Das will mich doch verarschen. Naja, auf geht's. Da. Als ich die Säule entdeckte, sah ich Ketzerei. Einen Tempel des Himmels. Ich wollte ihn zerstören. Doch jetzt sehe ich Wahrheit. Sie ist auf einem Fundament des Todes erbaut. Ein Tempel. Na, wenn dem so ist, dann passt das doch. Dass selbst Himmelskrieger sie verehren. Mhm. Also sind wir jetzt Himmelskrieger oder was? Was für Namen haben Hüter denn bitte noch? Ich meine, wir haben natürlich das, dann Himmelskrieger scheinbar. Also zumindest gehe ich mal davon aus, dass wir damit gemeint sind. Dann Lichtträger. Was kommt als nächstes? Schließe die Beschwörung ab. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, so Rituale zu machen, damit man dann halt eben so weiter kann. Na dann, ab darüber zur nächsten Stelle und dann kümmern wir uns ums nächste Ritual. Aber vorher noch kurz was anderes. Hi. Unsere Rituale wurden von der Verschlingerin der Schwäche entdeckt. Der Göttin der Verrottenden, Xivu Arad. Ja, jetzt kümmern wir uns um die nächsten... Na, jetzt warten wir hier, bis der Boss auftaucht oder was? Oder die Bosse. Xivu Arads Krallen. Naja. So nennt man die recycelten Bosse neuerdings. Oh, komplett. Okay. Das heißt, wir müssen zum ersten die hier kümmern und dann können wir die nächste Platt machen oder was? Sibus Krein, er wird Geschah-Magie. Okay. Yo. So. Pfütze Nummer 1 aktiviert. Und wenn nämlich das gerade fast umgebracht hat. Ja gut, jetzt muss ich mich erstmal kurz nochmal heilen und dann können wir uns hier um die nächste Stütze. Ja. Schnell hinter die Säule. Und dann können wir uns mal um die nächste. Ja. Brauche ich die überhaupt? Ja, ne. Okay. Na dann. Das heißt, jetzt kümmern wir uns wieder um die. So, wie viele Schläge braucht die noch? Ja. Hätten wir das. Das heißt, jetzt müssen wir noch mal kurz die Magie erwecken, damit man dann halt eben die letzte finishen kann.
Vielleicht nicht so die beste Idee, hier noch die Gegner stehen zu lassen, aber na, aus der jetzt funktioniert es ja auch so, also von daher. Und da war es das gleich auch mit der. Muss einfach nur noch schnell Donnerlord drauf knallen und dann ist das doch gut. So, passend. Ja, sage ich ja. Das war dann Nummer Uno. Du verleugnest mich, selbst während du mir Tribut zollst. Ja. Richte deine Waffen gegen mich. Denn ich bin die Zerstörung, die du erschaffst. Ja, ja. So ist das. So oder so können wir uns jetzt an die nächste Ritualstelle machen, damit wir dann natürlich die nächsten Opfer sammeln können. Tribute oder was weiß ich. Xivu Arad würde jeden Konflikt beanspruchen. Doch sie ist nicht mehr die einzige Schargöttin des Kampfes. Entreiße ihre Klauen, diese Tribute. Ja, wie viel von denen haben wir jetzt hier noch? Bitte? Ach, jetzt müssen wir Salakristalle holen, oder was? Wo sind die? Dann müssen wir jetzt erst die Gestalten töten oder was? Und dann. Ja, natürlich. Hätten wir das. Wo ist denn? Muss da hin? Na gut. Und ab rein das Ding. Erstmal den ersten in der Zeit zum kurz hochhalten und dann holen wir uns den nächsten. Das passt gerade rein zufällig mit dem, dass der jetzt so auftaucht. So. Und ab weiter. Okay, das kommt doch richtig ungünstig. Das heißt, die müssen wir auch noch schnell kurz erledigen. Und noch nebenbei dafür das beachten, dass der nicht despawnt, der Kristall. Und schnell rein das Ding. Hätten wir den zweiten. Und dann haben wir gleich noch den dritten. Hier kommt ihr auch gerade zu gelegen. Okay. Dann halt nicht. Okay, jo, macht halt noch mehr Probleme. Und schnell rein da. Hätten wir alle drei. Deine Tribute schärfen eine Klinge, die schon bald das Herz des Krieges durchbohrt. Das war alles. Ist ja mega sinnlos. Preise mich mit deiner Gewalt, wie du es immer getan hast. Tja. Hättest du wohl gern. Tribut an Eris Morn. Und das ist jetzt der Boss, oder was? Wie heißt der? Leviathanfrister, Fluch der Ammoniten. Das ist also unser nächster Boss. Wie viele von diesen Gegnern haben wir bitte schon besiegt? Schon. Der Typ sieht auch relativ nice aus. Und er kann was wegstecken. Mir ist gerade mal so aufgefallen. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ach das so, das ist einfach so die Abklatsch-Variante von dem Boss von Dungeon. Ja, wie heißt er? Der von Shadowkeep da. Grube der Ketzerei, den meine ich. Okay, der schleudert ihn schon gut hoch. Diese Schwerttypen nerven auch noch. Okay. Der Leviathanfresser hat deine Fähigkeiten getestet. Er wird mit Verstärkung zurückkehren, sobald Xivus Brut sich versammelt hat. Manchmal glaube ich, meine Herrin vertraut dir mehr als ihre eigenen Brut. Sie hat hier was für dich. Wenn die Hüter den Angriff meiner Schwester überleben, dann wegen ihrer Wildheit, nicht ihrer Gnade. Xivu Arad wird begeistert sein. Die Hüter werden es natürlich Selbstverteidigung nennen.
Doch diese Selbsttäuschung verblasst irgendwann. Irgendwann werden sie zugeben müssen, dass sie dem Schwert genauso folgen wie meine Schwester. Es ist so schön, wenn Leute, die wir lieben, sich gut verstehen, findest du nicht? Wow. Die Mission war ultra kurz. Na, so oder so müssen wir dann jetzt halt noch zum Helm und dann sind wir hier auch fertig. Kaum zu glauben, was für taktische Berichte ich hier verfasse. Vorhuttruppen, die Tribute für die schargebundene Aerys Morn sammeln, haben Xivu Arads Truppen in Sabatuns Thronwelt angegriffen. Wir sind zwischen den Schwestergöttern des Kampfes und der Lügen gefangen, um die wieder zu beleben, die uns das größte Leid angetan haben. Selbst ein Sieg ist ein Verlust. Wir haben einen unfairen Handel akzeptiert. Sabatun wusste, wir können Xivu Arad nicht besiegen. Niemand gewinnt gegen den Krieg selbst. Aerys versteht das besser als wir alle. Ich weiß, dass sie einen Plan schmiedet. Aber ich muss auf alles Unerwartete vorbereitet sein. Falls ihre Verwandlung ihr Urteilsvermögen beeinflusst, wie könnte ich es wissen? Wie würde ich sie beschützen? Hüter, sei vorsichtig. Wir haben schon so viel an die Schar verloren. Sie dürfen nicht noch mehr kriegen. Ja, und ich schätze mal, das da war es dann auch mit dem mit der Woche. Oder ist ne? Ach so, hier, okay. Ihr stellt euch also Xivu Arads oberstem General. Ich gucke gerne dabei zu, wie ihr unsere Drecksarbeit macht. Ich habe mich durch Sabatuns Archive gegraben und diese kleine Perle gefunden. Die ist ungefähr 1 Million Jahre alt. Ich dachte, du solltest wissen, mit wem ihr es da aufnehmt. Zum ersten Mal haben uns die Ammoniten gebrochen. Horden meiner Brut verrotten als Tribut. Und der Geruch von Schwäche hat uns erreicht. Aber unsere Feinde haben ihre eigenen Küdersterne. Ihr Chroma-Admiral verlässt das Schlachtfeld, um sich zu ihrem schwächlichen Leviathan zu gesellen. Sie würden in Frieden leben, ohne den Tod getötet zu haben. Wir werden ihre Unverfrorenheit erbarmungslos belohnen. So geht, meine Wut. Verschlingt ihren Leviathan, werden zu ihrem Untergang und errichtet Tempel aus ihren Leichen. Ihr Menschen glaubt, etwas Besonderes zu sein. Die Ammoniten hatten den Reisenden, einen Leviathan und sogar ihr eigenes Licht. Ihre Zivilisation lässt euch erbärmlich aussehen. Aber es gibt sie nicht mehr. Weil Xivus Brut sie ausgemerzt hat. Jeden einzelnen von ihnen. Und ihr seid als nächstes dran. Ja, mit der netten Story von Imaru können wir uns dann erstmal hier verabschieden. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.